Sudala, ein anderer Key. Und mal gucken, ob das hier was wird, ne? Ich brauche die Instanz noch, um ein bisschen mein Score zu pushen, tatsächlich. Ich habe jetzt zwar schon 1,20er gemacht, zwei auch jetzt mittlerweile schon in Time, aber ich tue mir immer noch einen Ticken schwer, teilweise in Gruppen reinzukommen und dementsprechend, also in 20er vor allem, ne? Die wollen dann teilweise absurd hohe Dinge haben im Score, deswegen muss ich jetzt ein bisschen 19er noch gehen, um da, ja, den Score noch ein bisschen hoch zu pushen. Mal gucken. Ich hoffe, das schaffen das in Time. Weil ein 18er habe ich hier schon. Jetzt mache ich das mal auf 19. Mal schauen. Schauen, ob das klappt. Also, jetzt will ich mir überlegen, ziehe ich bei der anderen Gruppe Inka oder bei der jetzt? Eigentlich würde ich gerne bei der großen hier Inka ziehen. Aber... Na, ja, fuck off. Ich geh jetzt da rein. Die kleinen Dude kannst du eigentlich slowen und stehen lassen, ist vollkommen egal. Ich habe übrigens gemerkt, ne, ich habe vorher schon 1-2 Keys gemacht und ich hatte einen Death Trinket noch an vom Sylvanas Mythic Progress. Und ich hatte es die ganze Zeit an, aber nicht gebindet, also ich habe es nie geused, das war halt total dumm. Ne, ich habe sogar ein 20er Intime gespielt, ohne einen Trinket zu benutzen. Halt eigentlich ziemlich wasted, aber naja. Warte mal, kann ich die nicht? Ja, da kann ich den Wut-Effekt wegnehmen. Sollte ich vielleicht mal sinnig binden. Ich weiß gar nicht, was das für ein Bind ist. Das ist irgendeine meiner Sondertasten. Muss ich mal... Weiß ich nicht. Ich wollte es eigentlich mal benutzen aktiv über die Sondertasten. Das Problem ist, wenn ich die drücke, da ist irgendwie auch über mein Logitech-Tool die Mausgeschwindigkeit drauf. Und jedes Mal, wenn ich das dann darüber gedrückt hat, hat es die Mausgeschwindigkeit hoch oder runter gestellt. Das war total ätzend. Deswegen klicke ich das jetzt lieber. Weil sonst verhaut mir halt mein Mausbeat. Und das ist sehr nervig tatsächlich. So, jetzt haben wir halt für die große Gruppe gar nichts ready. Das missfällt mir jetzt so ein bisschen. Picken auseinandergezogen. Das Problem ist, hier kommen so kleine Mobs, ne? Ach, die kannst du nicht kicken. Können wir die nicht an dem Handschuh hier LOSen? Die Kacke ist, wenn ich die komplett da hinten tank... Dann addest du, also, ne, normalerweise, wenn du genau auf den Mob stehst, addest du nichts. Alles easy. Ich muss jetzt mal wollen. Das war jetzt dumm. Ich wollte sie da rauskicken, wenn die Kleinen jetzt kommen. Das Problem ist, wir kriegen die nicht interrupted. Alter, das Handauflegen war halt Gold wert. Kriegen wir die da jetzt wieder raus? Wir kriegen die halt nicht interrupted, die Kollegen. Jetzt kommen sie einen Ticken mit. Weil jetzt kommen die Kleinen, seht ihr das? Er wird die Kleinen adden. Ich musste jetzt convoken, sonst wäre ich gestorben. Wir haben halt irgendwie für die Dudes nicht viel. Die haben jetzt die ganze Zeit durchgecastet. Ja, eine schreibt, tank den um Harvester. Ich wollte sie rausziehen, die kam halt nicht mit. Keine Ahnung. Ich bin außer Reichweite. Normalerweise, es ist schon cleverer, die aufeinander zu tanken, aber jedes Mal, wenn ich die da getankt habe, hat irgendwer es geschafft, diese Kleinen zu adden und dann gehen mir die Prozente halt hinten und vorne nicht mehr auf. Ich hoffe, wir haben Kyrian. Ich muss jetzt kurz warten, bis die Kleinen weg sind. Ja, auf geht's. Someone walked over to you. Ich habe auch keinen gekriegt. Ich bin am überlegen. Nee, der Boss, der müsste eigentlich schnell genug down gehen. Na komm raus da. Ich ziehe dann hier für die oben, Inka. Ich mache jetzt auf dem Boss nicht so viel. Ich habe halt 3k DPS nur auf dem Boss. Ich hätte absolut alles jetzt für den nächsten Trash-Save. Weil ich muss da noch so ein paar kleine mit reinziehen. Ich knock die mal weg.
Ich muss näher ran. Hat er denn jetzt bei dem Boss, naja, das Ele gezogen? Das wäre jetzt im Big Pull gleich besser gewesen, aber naja. Okay, er geht da raus. Aber wenigstens gehen sie raus, ne, die Leute. Warte, hier ein Link. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr auf die Viecher gehen. Der Boss hat jetzt nur 5%. Jetzt kannst du das aus Out kiten. Ich bin fast vom Heiler abgezogen worden. Aber ich will jetzt hier einen Gigapull machen. Ich brauche nämlich die beiden. Okay, das war vielleicht doch keine gute Idee. Hier geht da irgendwie gar nichts runter. Jetzt ist das Inka durch, 30 Sekunden, ne? Wir haben noch nichts tot. Ich muss jetzt mal convoken hier noch. Ich gehe extra von dem Geist weg, ne? Deswegen kite ich es ein bisschen. Eigentlich war der Plan jetzt auf die andere Seite zu gehen, dass wir weitergehen müssen. Da müssen wir die Geister nicht spielen, aber manche sind da noch drüben. Der Heiler ist relativ low mit dem Mana. Kommt er durch, ja. Ein großes Übel weilt in der Nähe. Vertreibt es schnell. Hier, da ist der erste Kick. Ich tue meinen als nächstes kicken, wenn er... Mal gucken. Ich lasse aber relativ lang durch, nicht, dass wer anders da noch reinkickt. Okay, da hat noch jemand gekickt. Dann mache ich den nächsten. Ja gut, wir haben Shami-Healer, ne? Der kann theoretisch auch noch kicken. Also, an Kicks sollten wir echt kein Problem haben. Ja, gut. Ah, jetzt habe ich auch gekickt. Dachte mir, wenigstens ein Ding sollte ich mal kicken. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben einen Shami, noch einen Shami. Wir haben ja lauter Kicks. Okay. Ich habe gar nicht die Gruppen zusammenstellen. Also an Kicks haben wir wirklich viel. Da kann man nichts sagen. Ach. Jedes Mal diese blöde Orb, ne? Ah, das wollen wir. Das letzte Mal habe ich irgendwie einen falschen Trade genommen, tatsächlich. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hat er wieder den Roboter angemacht? Ich muss jetzt meine Inka aufbewahren für das Kackpack, ne? Das wird halt richtig reinblasten, keine Ahnung. Viele Gruppen skippen das tatsächlich auch. Aber Random mit Skips ist halt immer so eine Sache. Sag's euch ganz ehrlich. Das willst du eigentlich nicht. Schauen wir mal, ob wir so schön clear rauskriegen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen.
Na, da haben wir gerade noch kicken können. Dem nicht so ein scheiß Heal-Zeug, ne? Dann musst du den einen da auch noch immer... Okay, dann hat er gestunt. Na shit, hat er das durchgekriegt. Warte mal, wo ist mein Orb-Button? Habe ich jetzt die Orb gedrückt? Ich glaube schon, irgendwie ist mein Orb-Button weg hinter den ganzen Mist. Ich glaube, die wollten irgendwas anderes machen. Wollten die skippen? Weil das klappt mit Randoms immer nicht. Ich habe das hier zweimal schon versucht zu skippen. Irgendeiner edits immer und dann gibt es ein viel größeres Desaster. Ja, die Mana-Ding haut ordentlich rein. Ich hätte die zwei großen dazu noch pullen können. Nimm den Hammer noch mit. Der, also irgendwie... Also es gibt so ein Dings, da nimmst du die beiden mit der Orb noch mit rein. Ne, aber... I don't know. Ich use jetzt einfach den Hammer hier bei denen. Oh boy. Ich hab den eingefiert, ne? Na, der Große kommt gerade. Kommt, der ist gestunt, läuft einfach vorbei. Eigentlich kannst du die kleinen Skelette da dazu ziehen, aber ich mach das jetzt mal nicht. Nicht, dass wir adden. Das müsste, muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt haben wir nichts gepult, was nicht sein muss. Das ist gut. Also meine Prozente müssten auf jeden Fall ausgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand am Anfang den Speer mitgenommen hat. Ich hoffe doch mal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir oben den großen Big Pull machen können. Oh boy. Okay, das hat halt nicht gereicht, um da die Aggro aufzubauen. Das war jetzt dumm, da hat der Worry ein paar Hits gefressen. Das war jetzt... Ich bin da nur vorbei, habe einen Hauen drauf gemacht, wollte die pullen, aber der Worry hat da seinen Ulti drauf genudelt und das hat uns einfach weggeratzt. Der eine hat's, ne? Das war jetzt bad. Ich hab den quasi da reingekickt. Ich dachte mir, ich save ihn. Na, wir müssen ihn killen. Weil sonst läuft der außen rum. Da hatte ich vor, ich glaube noch in der ersten Season, hatte ich das Problem. Das willst du nicht. Ah, zieh ich jetzt? Komm, scheiß drauf. Ich convoke rein. Ich muss näher ran. Ihr bekommt eure gerechte Strafe. Ich weiß nicht, ob du...
Einer der skrupelloseren Schlundgebunden annähert sich. Den Himmel? Seid bereit. Dann antworte ich. Nimm da die Ordner mit. Aber die ziehe ich dann oben. Ah, da wird einer gefiert. Jetzt dann auf die ersten Ads meiner Inka. Da muss ich halt oben ein bisschen warten. Dem Sieger die Anima. Nehmt eure Macht an euch, Schlundgänger. Soll mal recken, der Heiler. Zwecklos. Meine Diener sind zahllos. Aber ich kann doch nicht, Holy moly, ich hätte am Anfang nicht spotten sollen. Der Speer macht 40.000 Damage. Das war jetzt nix tatsächlich. Na, ich hätte Inka hier nicht ziehen sollen, das war dumm. Das habe ich oben nicht. Zeichen wird euch in Staub verwandeln. Hütet der Sieg euch. Verlangt Opfer. Ja, wir können durch Yolon, oder? Müsste eigentlich gehen. Er wird uns alle. Ihr seid rechtzeitig hier, aber die Schlacht tobt weiter. Wir können erst ruhen, wenn der Himmel leer von Eindringlingen ist. Wie lange habe ich? 2 Minuten. Ich führe die Streitkräfte hier und meine Jünger bringen euch zur Nekropole. Beenden wir diese Gräuel. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Das habe ich noch nicht angelegt. Hütet euch. Lädt immer noch auf. Hütet euch. Ich muss näher ran. Ist noch nicht bereit. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Wie lange habe ich denn jetzt noch auf Inka? 38. Es könnte ausgehen, bis die wieder komplett zurückgelaufen sind, ne?
Okay, die laufen perfekt rein. Den töten wir jetzt noch, dass wir kurz aus dem Combat kommen. Hütet euch. Alter, ich hab 100k DPS, oder? Ja. 100k Dips. Ich könnte eigentlich die Orb mit dem Ding buffen, ne? Da mache ich ja mehr Schaden. Das hätte ich mal machen sollen. Ah. Also ich kann drin stehen bleiben, wenn ich dieses Schild gestackt habe. Der andere eher nicht. Jetzt werde ich halt ein bisschen auf den Sack kriegen, weil die Mobs immer noch leben. Jetzt ziehen wir mal eine Wall und noch Convoke. Hütet euch. Also ich habe jetzt schon 4 Stacks, ne? Littender körperlicher Schaden. Hütet euch. Holy Macaroli. Das hat funktioniert, ne? Da hätten wir wahrscheinlich sogar noch mehr machen können. Tun wir mal desorientieren. Der Worry mit der Nightfee-Fähigkeit ist halt auch schon ganz schön nice, ne? Die werden dann andauernd gestunt. Dann hast du dieses Volcanic-Ding da immer noch unten drunter. Das unterbricht ja auch die nähere Cast, wenn die DDs das mitnehmen. Gut, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der doch, der Typ müsste schon da gewesen sein, oder? Ne, wir haben erst 2 von den Bonis. Das ist natürlich kacke, wenn ich jetzt den großen adde. Holy! Können die mich retzen? Nee, ich release. Was zur Hölle? Ja gut, ich hätte ein DevCD ziehen sollen. Ich hatte schon zu viele Stacks, ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das killt, ne? Kacke, das war nicht gut. Ich dachte mir gerade, oh, ich habe zu viele Stacks. Den Boss kann ich jetzt noch nicht machen. Und dann ratzt mich das so um. Ach super, die Typen sind gespawnt. Wir hätten erst den Dicken pullen sollen. Ich bin außer Reichweite. Der zieht dich aber so komisch ran, ne? Und die Leute standen seitlich und ich dachte mir... Oder wird nur ich reingezogen? Ich bin mir nicht sicher. Nicht, dass wir die anderen adden. Das letzte Mal, wie ich reingezogen wurde, dachte ich, ich adde auf jeden Fall. Hab dann nicht geaddet. Deswegen dachte ich, jetzt machen wir erst die. Aber das war eine dumme Idee. Weil jetzt haben wir das Problem, dass hier die ganze Zeit die Wellen spawnen und wir den Typ erst ganz am Ende machen können. Das ist eigentlich ziemlich blöd. Das ist ziemlich, ziemlich blöd, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Ist noch nicht bereit. Ja, das war jetzt nicht so clever. Es kommen halt die Spawns die ganze Zeit, also das mache ich nie wieder. Ich tue den jetzt dann immer als erstes rausdingsen. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, ne, dass das passieren kann. Weil jetzt haben wir auch den Bonus die ganze Zeit nicht, das war halt auch blöd. Aber ich cleave jetzt auch so 14.000 raus. Gut, ich habe wieder Inker an. Das ist sogar besser, wenn die Kleinen länger leben, weil dann bin ich deutlich stabiler, ne? Da geht einfach nichts durch das Absorbschild durch. Okay, jetzt ist halt Feierabend, weil ich kein Absorbschild mehr habe. Jetzt sollte das Zeug sterben. Ich blinke jetzt mal weg, dass das Ding ausläuft. Okay, ist ausgelaufen. Das hätte ich vorher auch machen sollen. Das Ding ist, für die andere Gruppe habe ich halt nichts mehr. Ich halt wieder Stacks. Ah, für die andere Gruppe wird das eklig. Wie ärgerlich! Rotspeier,
Hier habe ich jetzt halt keine Inka, gar nichts. Also das wird jetzt absolut... absolut ätzend. Weiß ich nicht, soll ich die Ding delayen? Muss es jetzt eh defensiv ziehen. Komm, ich delay es jetzt mal noch. Ich bin noch relativ safe. Na komm, jetzt ziehen wir es. Also der eine stirbt halt immer von den Viechern, ne? Der Shami, wie oft ist der jetzt schon gerippt? Und das eine oder andere Mal. Ich desorientiere den jetzt mal noch und ziehe den gleich weg. Bleibt wachsam. Ihr nähert der euch bringt 2, irgendwas Prozent. Also das passt auf jeden Fall vom Prozent her. Wir müssen dann hier aus der Mitte raus, dass wir den nicht adden. Dann können wir nämlich den großen noch machen. Okay, der Heiler sitzt, passt. Nee, den will ich nicht skippen. Ach, die wollten den skippen. Ach so, all magic damage, last boss. Okay, die... Dann... Naja, gut, okay. Was ist denn das hier? Erlitten der körperliche... Ach, da gibt's nur mehr körperlichen Schaden. Okay, das nächste Mal skippe ich das. Das wusste ich nicht. Da gibt's ja nur mehr Melee-Schaden. Obwohl, nee, der Boss macht schon Melee-Damage. Ihr braucht sie für die kommenden Gefahren. Okay. Ich kann es kaum erwarten. Damit werde ich einen Stich machen. Eure Körperteile hebe ich für später. Geh lieber ein bisschen weg. Der hat eine relativ große Hitbox da. Nehme ich hier auch mal einen Pot. Den müssen wir jetzt halt blasten. Ich kann leider wahrscheinlich hier nicht in die Eulengestalt gehen. Obwohl, der geht gut runter. Ich glaube, ich kann mir die Convoke hier sparen. Naja gut, den haben wir zerstört. Den haben wir tatsächlich zerstört, den Kollegen. Die Bastion wird geschneift. Ist noch nicht bereit. Vergebliche Mühe. Das ist zu weit entfernt. Hütet euch. Ach, der hat den Dings geused. Der hat den Speer anscheinend hier geused, oder? Warum hatte der Heiler am Anfang so ein... muss ja. Ich konnte mit Convoke nicht mehr drüber. Ach, warte mal, wir haben einen Typen ausgelassen. Okay, das war... Hä? Warte mal, welchen hatten wir denn ausgelassen? Oh nein, wir hatten den Slow-Typen ausgelassen bei dem Boss hier. I don't know. Ich bin außer Reichweite. Komm da halt nicht. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm.
Ich habe genug von euch! Müsst mal rein wollen. Okay, das ist ja saudumm. Also hätte ich den Millimob drin gelassen, dann hätte ich so viel. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Ich muss mir das nachher nochmal auf der Map angucken. Wo habe ich denn den Frosttypen aus? Also es war nicht mein Plan, einen auszulassen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich muss jetzt nochmal wollen. Ich habe jetzt halt keine Speed-CDs mehr. Kann jetzt halt noch so in die Katzengestalt gehen, dann bin ich einen Ticken schneller. Es geht halt gerade so aus, ne? Keine Ahnung, wie die anderen da wegkommen. Okay, hat gelingt. Kann jetzt gleich. Aber gut, ich spare mir jetzt meinen Convoke noch auf. Sobald ich wieder runter drop. Hütet euch. Niemand entkommt dem Sturm. Ich bin da jetzt extra weggesprungen, dass ich den Worry da nicht auch noch blaste. Ich löse jetzt mal meine Convoke defensiv. So, jetzt bin ich komplett voll. Das sieht doch schon mal gut aus. Delay ich die Inka noch einen Ticken? Für das nächste Moven, ja genau. Jetzt roll ich nochmal. Jetzt ziehen wir die Inke. Bauen wir noch ein bisschen Schild auf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich den Typen vergessen habe. Anscheinend haben wir irgendwo so einen Hans Wurschen. Also es war nicht absichtlich, dass ich den liegen lassen habe. Ich sprinte lieber. I don't know. Das Low ist so nervig. So, jetzt ist halt blöd, weil jetzt habe ich die Inka auch nicht mehr. Ich hätte sie vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr delayen sollen. Ist der Shami ist irgendwie immun in seiner Dingsgestalt gegen Slow? Kann das sein? Habt ihr das gerade gesehen? Holy moly. Gut. Haben wir das noch geschafft? Es hat 21 Punkte gebracht, seht ihr? Das war jetzt nicht schlecht. So eine komische. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht skippen. Wo ist denn der? Ach, da ist der! Gut, das war's dann mit dem Run, ne? Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.